Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Fleischindustrie bekommt gerade ordentlich auf den Sack, weil mehrere große Schlachtereien es nicht hinbekommen haben, ihre Mitarbeiter vor Corona zu schützen. Und wir deswegen vielleicht bald alle zurück in unsere Bunker müssen. Da muss ich dran gewöhnen. Passiert jetzt öfter. Der Witz ist aber, die Corona-Epidemie hat nur gezeigt, wie widerlich es in dieser Industrie schon immer läuft. Und darum geht es in der ersten Folge unseres neuen Formats So So Fucked, die Fleischindustrie. Die deutsche Fleischwirtschaft ist die größte in Europa. Sie ist eine riesige Zucht-, Tötungs- und Zerkleinerungsmaschinerie, die jedes Jahr 8 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Das Ziel der Fleischindustrie ist klar: so viel Gewinn wie möglich aus jedem Produktionsschritt machen. Und darin ist sie ziemlich gut. Nur, das geht auf Kosten von Tieren, Menschen und der Umwelt. Also im Prinzip von uns allen. Also schnallt euch an und konzentriert euch, weil jetzt wird's richtig finster. Fangen wir mal bei den Tieren an. Und genauer bei der Massentierhaltung. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 55 Millionen Schweine, 620 Millionen Hühner und mehr als 3 Millionen Rinder für die Fleischproduktion getötet. Insgesamt sind es über 763 Millionen Tiere, die bei uns jährlich industriell geschlachtet werden. Aber hey, kleiner Trost, deren Leben war vorher meistens auch schon scheiße. Und zwar so richtig hardcore, niemals endender Horrorfilm-mäßig scheiße. Ein Schwein in Massentierhaltung verbringt sein Leben auf 0,75 bis 1,5 Quadratmetern. Nicht viel für ein Tier, was bei seiner Schlachtung im Durchschnitt 120 Kilo wiegt. Und nein, Bio ist auch keine Lösung. Bio-Schweine bekommen auch nur rund 1,3 Quadratmeter Innenfläche und 1 Quadratmeter Außenfläche. Ähnlich abgefuckt ist die Situation bei Hühnern. Auf 1 Quadratmeter kommen in konventioneller Bodenhaltung 9 Hühner, in Freilandhaltung auch. Was wir essen, sind also die Leichenteile von Tieren, die ein kurzes, aber qualvolles Leben voller Stress, Schmerzen, Verhaltensstörungen und offenen Geschwüren hatten. Guten Appetit. Und jetzt zu den Menschen, die in diesen Schlachtbetrieben arbeiten. Deren Arbeitsbedingungen waren nämlich auch schon vor der Corona-Krise richtig beschissen. Die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen auf Schlachthöfen stammen aus Osteuropa und werden für diese sauschwere Arbeit erbärmlich schlecht bezahlt. Das halte ich für gut und für richtig auch. Klar, offiziell bekommen sie den Mindestlohn. Aber eben nur offiziell. Die Subunternehmer, die sie für die Fleischfirmen mittels Werkverträgen anstellen, ziehen ihnen noch Geld für die Sammelunterkunft, den Transport zur Arbeit und die Arbeitskleidung ab. Rumänische Arbeiter haben deshalb schon berichtet, dass sie nach ihrem ersten Monat auf einem Schlachthof genau 0 Euro übrig hatten. Das ist klassische Ausbeutung im ganz großen Stil. Oder was hast du geglaubt, wer den Preis dafür zahlt, wenn du 600 Gramm Nackensteaks bei Aldi für 1,99 kaufst? Die Fleischindustrie ist aber nicht nur für Tiere und Menschen scheiße, sondern auch für die Umwelt. Und das ist der Knackpunkt. Selbst wenn die Tiere und Arbeiter egal sind, für das Nackensteak im Discounter zahlen wir alle den Preis, weil die Produktion unseren Lebensraum zerstört. Da muss ich dran gewöhnen. Erstmal die Erderwärmung. Tatsächlich macht die Viehzucht fast 15% aller Emissionen von Treibhausgasen weltweit aus. Also mehr als alle Autos, Schiffe und Flugzeuge auf der Welt zusammen. Und dann das Wasser. 43% des weltweit verbrauchten Wassers geht für Tierfutter drauf. Für die Herstellung eines einzigen 150 Gramm Rindfleischburgers verbraucht man im Durchschnitt 2350 Liter Wasser. Bei einem Sojaburger sind es nur etwa 160 Liter. Was noch? Ach ja, die Viehzucht ist für schlappe 80% der Rodung des Amazonas verantwortlich. Und dafür, dass wir immer kränker werden. Denn wenn man tausende Tiere auf so engem Raum zusammenquetscht, ist klar, dass sie dauernd krank werden. Also werden sie mit Dutzenden Antibiotika vollgepumpt, was dann dazu führt, dass die Keime immer resistenter werden, was dann dazu führt, dass unsere Antibiotika uns auch nicht mehr heilen können. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb schon eine Weile, rohes Fleisch nur noch mit Einweghandschuhen anzufassen. Lecker! Also zusammengefasst, die Fleischindustrie, so wie sie aktuell funktioniert, ist schlecht für die Tiere, Menschen und die Umwelt. Und für wen ist sie denn eigentlich gut? Ganz genau, für die Chefs der Fleischindustrie. Sicher. Denn Fleisch herzustellen ist in Deutschland so billig, dass sich die Konzerne daran dumm und dämlich verdienen. Clemens Tönnies zum Beispiel, also der Typ, in dessen Fabrik es gerade einen massiven Corona-Ausbruch gab, hat 2019 mit seinem Schlachtkonzern einen Umsatz von über 7 Milliarden Euro gemacht. Tsching! Er selbst verfügt über ein geschätztes Privatvermögen von 1,1 Milliarden Euro. Katsching! Und trotzdem hat sein Konzern über Jahre alles versucht, um die Mindestlöhne für seine Arbeiter zu blockieren. Und aktuell wehrt sich der gute Clemens mit Händen und Füßen gegen die Abschaffung von Werkverträgen. Und das hat System. Die Fleischproduzenten haben so viel Geld und so viel Macht in der Politik, dass sie es seit Jahren schaffen, quasi alles, was ihren Tieren und ihren Arbeitern das Leben auch nur ein bisschen vereinfachen würde, zu blockieren. Na klar, weil sie dann weniger Geld verdienen würden.
Um es ganz klar zu sagen, dass du auf Fleisch verzichtest, wird nichts bringen. Klar, schaden kann es auch nicht und gesünder ist es auch, aber Fakt ist, der Fleischkonsum geht in Deutschland seit Jahren leicht zurück und trotzdem geht es der Fleischindustrie prächtig. Die Produktion ist hierzulande nämlich so billig, dass die Fleischkonzerne ihre Leichenteile mittlerweile in die ganze Welt exportieren und gleichzeitig die Landwirtschaft vor Ort zerstören. Deine Konsumentscheidungen können die Fleischindustrie also nicht stoppen. Das Einzige, was hilft, Klatsche vom Staat. Und zwar so richtig. Also konkret viel, viel strengere Auflagen für die Arbeitsbedingungen, den Tierschutz und den Umweltschutz. Aber die schärfsten Regeln nützen nichts, wenn sie nicht auch kontrolliert werden. Das ist die Erfahrung, die wir erleben. Wenn du mithelfen willst, das zu erreichen, kannst du dich zum Beispiel Fridays for Future anschließen. Die fordern nämlich eine CO2-Steuer. Und das würde ganz schön teuer für die Fleischindustrie werden. Die Gruppe Animal Rebellion geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert das komplette Ende der industriellen Tierhaltung. Wenn euch das zu gefährlich ist, könnt ihr auch Online-Petitionen unterschreiben. Zwei davon haben wir euch verlinkt. Am Ende entscheidet trotzdem die Politik. Du kannst also entweder Julia Klöckner, der Landwirtschaftsministerin, einen sehr wütenden Brief schreiben. Ja, warum nicht? Oder noch besser, wählen gehen. Klar ist, die Fleischindustrie, so wie sie jetzt ist, ist Fakt. Zeit, das zu ändern.